Erhöhung der Juniorinnen. Erster von drei Läufen und hier startet auf der Bahn 2 Tatjana Sill vom TSV Schönberg. Auf der Bahn 3 Lena Trott, Dresdner SC 1898. Auf der Bahn 4 Christiane Klopsch von der LGOVHG Friedberg-Feuerbach. Sie ist derzeit die Zweitplatzierte bei den Frauen über diese Disziplin über 400 Meter Höhe in einer Zeit von 57,83. Auf der Bahn 5 haben wir Katrin Herbel von LAC Berlin. So, der erste Startschuss der heutigen deutschen Juniorenmeisterschaft in Bremen hat geklappt. 400 Meter Höhe der Juniorinnen. Vielleicht auch noch ganz kurz der Hinweis, wer sich denn alles für den Endlauf, der am morgigen Tag stattfinden wird, qualifiziert. Und zwar die Siegerinnen der drei Vorläufe sowie die 5 Zeitschnellsten qualifizieren sich halt für das Finale am morgigen Tag um 14.10 Uhr. So, und wir haben hier bereits einen fulminanten Vorsprung auf der Bahn 4. Wie erwartet, Christiane Klopsch von der LGOV AG Friedberg-Feuerbach. 57,83, das ist ihre Zeit, mit der sie hier gemeldet ist. Die zweitschnellste Deutsche, die wir hier über die 400 Meter Höhe sehen. Ja. 57,29.